So, ich habe noch genau Zeit, um eine Folge von diesem behinderten Let's Play aufzunehmen. Und dann muss ich weg. Es hat sich an unserer Situation nicht viel geändert. Wir sitzen ja immer noch in diesem Scheißloch. Draußen ist es immer noch Scheißnacht und ich habe immer noch Scheiß einhalb Herzen. Scheiß, ja, einhalb. Sagt man einhalb Herzen? Ein halbes. Ich habe immer noch ein halbes Herz. So. Korrekt formuliert. Und fuck. Das sind schon mal die ersten Nachbarn, die mich hier stören. Eisen. 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 So, ich pack das Ganze mal in unser Endlager. Ja, und dann warten wir mal, bis wir hier krepieren von einem Creeper. Ha. Von einem Creeper. Krepieren. Witzig. Habt ihr das gehört? Ich habe witzig gesagt und gleichzeitig gerülpst. Ist das nicht wundertoll? Ich bin so ein talierter Mensch. Ich bin ein talierter Mensch. Ein talentierter Mensch. Kein talierter Mensch. Ausleuchten, damit die ganzen Ausländer wegbleiben. Was? Oh, jetzt lasse ich meine politisch unkorrekte Seite wieder raushängen. Wahrscheinlich werde ich jetzt hart in meinen Kopf gestoßen. Ja, genau. Mein Zweitkanal. Da wird es zukünftig bloß noch solche Videos geben. Also nicht Minecraft-Let's Play, sondern politisch inkorrekte Videos. Und da beleidige ich einfach jeden, der scheiße ist, weil er beleidigt gehört. Er muss beleidigt werden. Wir haben 8 Eisen. Damit könnten wir uns irgendwas craften. Zum Beispiel eine Pickaxe. Oder deine Mutter. Die sehen irgendwie ähnlich aus, die steinerne und die eiserne. Der Mond geht unter. Der Mond ist aufgegangen. Schlecht. So, wie viel Eisen noch? 9 Eisen. Wir könnten uns theoretisch die erste Brustplatte schmieden. Die hat noch Standardtexturen in diesem Pack, aber hier sehe ich voll geil aus mit einem Umhang und ich kann mich von vorne nicht ansehen, aber hier voll geil, Alter. Sieht irgendwie aus wie ein römischer Batman, der Anzug da. Aber egal. Wir haben noch 3 Zeug. Eisen. Und ich will jetzt irgendwas töten und das essen. Hier der Zombie. Die Nachbarn müssen eigentlich sowieso in ein paar Minütchen verbrennen. Und dann können wir die essen und deren Zeug aufsammeln. Was war denn das gerade? Ich weiß sowieso noch nicht. Ah, jetzt brennen die. Okay. Irgendwie sind da keine mehr. Das sind alles Skeletors, die da zugrunde gehen. Aber Knochen sind genauso wichtig, weil wenn wir mal eine Dings machen, eine. Mein Hirn hat gerade eine Pause eingelegt. Wenn wir mal eine. Ah, genau. Eine Weizenfarm, eine genmodifizierte Weizenfarm bauen sollten, dann haben wir da schon mal ein Brandbeschleuniger, wollte ich was sagen, ein Dünger. Und damit können wir dann das zubereiten. Und jetzt mache ich mir eine Suppe, falls das schon funktioniert hier. Ich hoffe, in dieser Version gibt es diese Pilzsuppen schon. Geh weg. Die Pilzsuppen, da braucht man eine Schüssel. Oh, sieht ja lustig aus. Und in diese Schüssel muss man Pilze geben. Fuck.
Ah, ja, genau. Okay. Dann kann man das essen. Und das bringt ein paar Hungerkeulen. 4 Hungerkeulen ist gar nicht mal so scheiße. Und deswegen gehen wir jetzt auf Pilzsuche. Weil wir haben noch ungefähr 5 Minuten. Yeah. Pilzsuche. Ja. Oder wenn wir. Nee, gibt es noch, glaube ich. Nee, nee. Pilzküche gibt es ja noch nicht, glaube ich. Jetzt stirb, stirb, stirb. Lol, ich. Ah, ja, ich habe wieder geheilt, deswegen. So, die Creeper-Rodung. Habe ich gerade erfunden. Hab ich gefunden. Der erste Mensch, der Minecraft spielt, hat Creeper-Rodung erfunden. Bauen wir hier mal das Loch zu. Haha, er hat Loch gesagt. So. Effektiv zugebaut. Toll. Funktioniert. Ihr scheiß kleinen Hühnchen. Fickt euch. Darf man das so sagen? Das ist eigentlich meine Frage an alle Menschen in dieser Welt. Darf man das so sagen? Ach, hier kann man sich schon vergiften an Hühnchen. Ja, das ist ja toll. Gut zu wissen. Und hier ist Eisen. Sogar nicht mal so wenig Eisen. 2, 4, 6 oder sowas. Oder mehr. Yeah. 8 Eisen. Nice. Nicer Scheiß, Junge. Und. Yeah. Ach ja. Ich will ja die nächsten Folgen immer lauter reden und irgendwie völlig übertrieben meine kostbar ersparte Energie alles rauspressen und auf YouTube stellen, was geht, damit ich so viele Abonnenten wie möglich bekomme. Und dann tue ich so, als wären meine ganzen Abonnenten meine Freunde und dann wären es immer mehr Abonnenten. Und dann kann ich mich an meinen Abonnenten selbst befriedigen, was? Ja, so machen das die ganzen anderen YouTuber auch. Wieso sollte ich das nicht so machen? Da wollt ihr mich diskriminieren? Ich bin fett, hässlich, behindert und schwerbehindert. Also bekomme ich alle die Bonuspunkte. Ihr könnt gar nichts gegen mich sagen, weil ich bin nämlich bevorzugt. Ja, so ist das nämlich. Und hier sind die Saplings. Die werde ich jetzt einpflanzen. Und dann werde ich stillen Lautes wieder zurückgehen zu unserem Haus. Und was mir aufgefallen ist und was ich jetzt erst bemerke, der Sound von Minecraft ist ein bisschen laut in den letzten Folgen. Deswegen wird das jetzt dezimiert, die Lautstärke. Und hier wird Eisen reingeworfen. Ah ja, in Ofen kann man noch nichts reinschiften. Okay. Gut, jetzt hört man irgendwie gar nichts mehr. Toll. Ach, da gab es vielleicht noch gar keinen Essenssound. Zehn Federn, keine Ahnung, was man mit Federn machen kann. Ich glaube, man kann die als zum Pfeilecraften verwenden. Aber ich werde mir nie Pfeile machen, weil das viel zu aufwendig ist und es bringt überhaupt nichts. Da geht man hin und schlägt mal ein paar Mal drauf und dann ist er tot, aber ich verschwende doch nicht 10.000 hart erkraftete Pfeile, um irgendwie so ein Monstrum zu erledigen. Das ist doch irgendwie sinnlos. Bist du fertig? Nee. Wir könnten uns ein neues Rüstungsteil bauen. So. Yeah. Ach, Rüstung anschiften geht auch noch nicht. Yeah. Ja, Kinder, Protection ist wichtig. Also vergesst nie die Kondome. Was? Habe ich nicht gesagt. Da habt ihr euch verhört. Verhört, sagt man eigentlich verhört oder? Oh, mein Handy vibriert. Ist das nicht toll?
ist das? Ich... Ja, ich lese mir gerade unter dem Let's Play in WhatsApp-Nachrichten durch. So macht das ein Profi-Let's Player. Ein Profi-Minecraft-Let's Player. Ein 10-jähriger Profi-Minecraft-Let's Player. Mit 2 Abonnenten, der Minecraft über sein Handy filmt. So macht das so ein Mensch. Ja. Großes O, kleines O, Leerzeichen, R, Leerzeichen, U, Fragezeichen. Ich schicke ihm einfach mal eine Schildkröte, weil ich nicht verstehe, was er meint. Egal. Ich glaube, dieses Haus wird nie richtig fertiggestellt. Was ich auch machen könnte, statt das Haus fertigzustellen, einfach hier ein Loch graben. Und dann können mich die Monster von außen nicht mehr anschießen. Ist das nicht eine wunderbar tolle Idee? Das ist doch die beste... Oh, meine Schaufel ist kaputt. Egal, dann machen wir es nicht so. Hier ist ja noch Kohle. Das gehört ja alles hier in meinen Ofen. Hatte ich? Nee, hatte ich nicht. Schlecht. Scheiß Steuerung hier. Ich brauche unbedingt irgendwie Food, sagte der, der gerade mit rennend verschwendendem Gang durch die Wüste schlenderte. Oh, meine Formulierungen werden auch immer besser. Ach, seht ihr das? Ich zeige schon wieder auf meinem Bildschirm. An der rechten Bildschirmseite, hier das. Wenn man geradeaus hinschaut, dann ist es nicht da. Wenn man seitlich hinschaut, dann ist es da. Ist das nicht ein Wunderwerk der Technik? Essen sammeln und Tiere töten. Mensch, ich wollte das gar nicht essen. Ich wollte das Ei werfen. Ich bin behindert. Fick dich. Was ist denn das? Ach so. Endlos weite Wüste. Yeah. Was mich nervt, sind die ganzen Minecraft-Let's Player. Fickt euch doch alle. Ich mache hier Minecraft. Ich war der Erste und ich werde auch immer der Erste bleiben. Wenn nicht, dann töte ich eure Familien. Auf Abonnieren klicken, bitte. Ich bin der Genozidmann. Der Genozidmann ist doch auch eine tolle Bezeichnung. Bezeugung. Yeah, Kühe droppen das Fleisch, Bitches Money. Bitches. Ich labere eigentlich hier bloß verfickten Scheißdreck. Einfach, ich kombiniere einfach irgendwelche Wörter und dann, wenn es so klingt wie ein deutscher Satz, dann kommt das durch meinen Mund an die Oberfläche und dann kommt es in dieses Video. Das ist mein Geheimnis. Das ist mein Geheimnis. Und so habe ich alle meine 70 Abonnenten von 2011 bis jetzt zusammengebracht. Ist das nicht ein tolles, ein toller Fortschritt? Seit 2011 70 Abonnenten. Und dann stöbert man auf YouTube rum und findet einen Kanal, irgendwie den es seit 30 Tagen so gibt. Macht Minecraft Survival Games und hat irgendwie 5000 Abonnenten oder sowas. Naja. Und ich bin ja eigentlich behindert. Die Behinderten bekommen immer die Bonuspunkte. Wieso ist es bei YouTube nicht so? Ich glaube, ich ziehe jetzt nach Amerika, dann verklage ich YouTube, weil ich noch nicht mehr als
2000 Abonnenten habe. Könnte ich mal machen. Einfach mit dem YouTube Money in die USA ziehen. YouTube Money. Yeah. Die 1 Euro pro Monat. Kaching. Money. Bitches. Yo. Swag. Das sieht ja komisch aus. Einfach mal essen. Yeah. Wie viel hat das gebracht? Eine halbe Hungerkeule oder sowas? Nee, gleich 3. Aber gar nicht so schlecht. Ich dachte, das wäre irgendwie weniger gewesen. Und jetzt bin ich wieder full Hunger, Baby. Der Dirt kommt in die Kiste. Das Beef kommt in die Kiste. Und mein Samen kommt auch in die Kiste. Und damit würde ich sagen, um euch mal richtig zu erschrecken, auf Wiedersehen und bis zur nächsten Behindertenfolge von Minecraft Beta. Tschüss.